Let's play. Achso, also ein Zauber, der damit gekoppelt ist, denke ich mal, kostet mehr Mana, aber die Wirkung ist besser. Puh, was machen wir denn da? Bahamut vielleicht damit kombinieren. Das sieht ja noch mehr ab. Ah, die hat ja Asteroid. Boah. Ja, das ist jetzt... Hier, Wiederbelebung. Das ist doch eine gute Idee. Weil Wiederbelebung ist ja... Dann haben wir mehr Leben, wenn wir wieder leben. Ja. So, perfekt. Hier, das kommt weg. Kriegt sie wieder Ifrit. Ja. Haben wir noch irgendwelche Objekte gerade bekommen? Irgendwie so. Kann ja sein. Gucken wir mal nach. Nee. Ah, doch, den Spiegelring. Gucken wir mal, was der macht. Wenn wir den in die Cloud geben würden, so rein theoretisch. Automatisch Spiegel. Achso, Spiegel ist, wenn die auf uns zaubern, werden die Zauber reflektiert. An sich nicht schlecht, aber ich weiß nicht, wie das mit der Heilung dann ist. Ob die Heilung dann auch... Giftringer. Ob die Heilung dann auch zurückgeworfen wird. Da wäre natürlich Schwachsinn, also geben wir das mal nicht ab. Also nicht den Cloud. Das sind komische Würfel. Hä? Also, verschiedene Seiten und... Pff, keine Ahnung. Ja, ja. Ich habe jetzt eher gedacht, wenn rot ist, wird Feuer gemacht. Bei blau Eis, bei gelb Blitz, aber irgendwie greift der nur an. Oder macht uns langsamer. Verpiss dich, du scheiß Box. Vor dir mal überleben, ne? Alter Schwede. Ja, jetzt aber ihr Ende mit der Box. Und... Rot! Stirb! Scheiße! Stirb! Na los! Jawohl, gib endlich den Geist auf! Hier im Spiel kämpft man auch gegen alles, ne? Kälte und Hitze! Egal, wir haben jetzt Kälte 3 und Hitze 3. Oh. Und wir speichern mal. Dann muss ich hier wieder alles von neu machen. Habe ich auch keine Lust drauf. Was hat der gesagt? Sephiroth ist noch hier? Das heißt, wir kämpfen gleich gegen den auch. Das heißt, ich nehme nochmal ein Zelt. Ja. Also, nehme ich mal an, dass wir gegen den kämpfen. Wenn der noch hier ist irgendwo. Ach, schon wieder sowas hier. So. Perfekt. Oh, da schlägt auch noch ein Blitz ein. Habe ja Glück gehabt. Also, jetzt waren wir wohl in der Mitte vom Krater und jetzt gehen wir wohl wieder raus. Oder ist da noch nicht die Mitte? Was ist das? Was ist passiert? Ganz ruhig, Tiffer. Sephiroth ist in der Nähe. Es könnte alles Mögliche passieren. Ich habe so ein Kloß im Hals hier gerade. Ne? Was ist das denn hier? Nibelheim? Pff, sind wir am Träumen? Nibelheim? Was zum Teufel? Warum Nibelheim? Das ist eine Illusion von Sephiroth. Er versucht, uns zu verwirren. Ist schon in Ordnung, solange wir nur wissen, dass es eine Illusion ist, müssen wir uns vor nichts fürchten. Kommt schon, lasst uns weitergehen. Ja, du hast recht. Schau. Was ist da? Ja, guck mal, da kommt der Wert, der Sephiroth reinspaziert. Also gut, lasst uns gehen. Oh! Ey. Hallo, wir haben blonde Haare. Wir haben keine schwarzen Haare. Ja, das ist hier, das ist die Vergangenheit, aber das sind nicht wir. Will er mich verarschen, der Sephiroth? Was sind wir da für ein Punk? Cloud ist das... Cloud ist nicht hier. Halt, Sephiroth! Das ist so dumm. Also ich finde die Frisur, die wir jetzt haben, cooler. Die von denen war ja noch zackiger, ey. Die war ja verrückt. Cloud, das ist nur eine Illusion. Mach dir keine Sorgen. Das hab ich dir gerade gesagt, Tiffer. Und jetzt? Hör schon auf. Das ist schrecklich. Das ist, was vor 5 Jahren passierte. Aber wahrscheinlich bin das nicht ich. Bin das nicht ich, aus der Shinra Villa kommt. Der da aus der Shinra Villa kommt. Mensch. Egal. Er wird versuchen, uns wieder zu täuschen. Ja, hier schon wieder Stachelfrisur, Son Goku. Nee, Raditz ist das. Raditz und hier, wir sind super Raditz. Wir haben ja gelbe Haare, ne, weißt du Bescheid. Siehst du, hab ich's nicht gesagt? Da waren wir noch kein Super Saiyajin, deshalb haben wir dann noch schwarze Haare. Erklärt alles! Sangan.
Ah, du bist es. Bist du noch bei Verstand? Na komm und hilf mir. Upsa. Ich will das nicht sehen, Cloud. Sieh nicht hin. Warum denn nicht? So cool. Ich sehe in diesem Haus nach, du nimmst das da. Können wir jetzt mit Raditz spielen? Für die, die nicht wissen, was Raditz ist, das ist Dragon Ball. Dragon Ball. Ja. Insider-Witze. Aber eigentlich kennt das doch jeder, oder? Was ist los, Tiffa? Ich hab dich gewarnt. Solange uns klar ist, dass es eine Täuschung ist, brauchst du dich nicht zu fürchten. Ja, ganz genau. Hey, hey, du, alles okay? Was, der checkt das nicht. Mist, das war gar nicht echt. Ja, genau. Sephiroth, ich weiß, dass du zuhörst. Ich weiß, was du sagen willst. Ich war vor 5 Jahren nicht in Nibelheim. Das willst du doch sagen. Ah, du raffst es. Hä? Du willst mich also verwirren, ja? Aber das zählt nicht. Auch wenn du mir das alles vorgegaukelt hast. Ich weiß noch alles. Die Hitze, der Flammen, die Schmerzen in meinem Körper und meinem Herzen. Ach wirklich? Du bist nur eine Marionette. Du hast kein Herz und kannst keinen Schmerz fühlen. Nee, deshalb sterben wir auch im Bosskämpfen, ne? Wie kann das Gedächtnis eines solchen Wesens auch nur Bedeutung haben? Was ich dir gezeigt habe, ist die Realität. Du hast die Illusionen. Klar, Gehirnwäsche oder wie? Wer sagt die Wahrheit? Unser Kopf oder der Spinner hier? Cloud. Cloud. Lass mich raten. Cloud. Verdammt. Begreifst du? Ich will nicht. Aber ich will dich was fragen. Warum tust du das? Ja, der will auch da irgendwie, was weiß ich, rächen oder so. Ich möchte, dass du wieder du selbst bist. So wie damals, als du mir die schwarze Materie gabst. Pfah, das war nicht wir, das warst du bei uns im Kopf, so. Wer hätte gedacht, dass ein gescheitertes Experiment so nützlich sein würde? Wenn Hoyo das wüsste, würde er sich mächtig ärgern. Hoyo, was hat er mit mir zu tun? Und wieso gescheitertes Experiment? Vor 5 Jahren hat dich Hoyo Stück für Stück zusammengebastelt, zu der Zeit, als Nibelheim abbrannte. Eine Marionette aus Jenova-Zellen voller Lebenskraft, Wissen und Marco-Energie. Okay, wenn das stimmt, dann sind wir ein Klon. Und Jehova ist im Prinzip auch unsere Mutter. Nein, wir haben Mama verkloppt. Schon 3-mal. Oder 4-mal? Ein unvollständiger Sephiroth-Klon. Du hast nicht mal eine Nummer. Nein, dafür einen Namen. Wir sind die Wolke. Das ist die Realität. Na und? Scheißegal. Interessiert den Cloud gar nicht. Cloud. Cloud, hör ihm nicht zu. Er lügt. Hör und guck nicht hin. Was ist los, Tiffa? Das macht mir nichts. Ich hab ihm nicht zugehört. Ich aber. All das Gerede von Hoyo, dass er dich geschaffen hat, ist eine Lüge. Haben wir nicht gemeinsame Erinnerungen? Unsere Zeit als Kinder, die Sterne nachts. Tiffa, warum erschrecken dich diese Worte so sehr? Soll ich allen zeigen, was in dir vorgeht? Die Geheimnisse? Du siehst nicht gut aus. Oh, und weg ist er. Wieder Teleportation hier. Tiffa, hat Sephiroth recht? Sag es mir! Cloud. Warum hast du Angst? Keine Sorge, mir geht's gut. Egal wie verwirrt ich bin, niemals glaube ich Sephiroth. Es stimmt, manchmal weiß ich nicht, wer ich bin. In meinem Kopf herrscht Chaos. Aber Tiffa, sagst du nicht, lang nicht gesehen, Cloud? Diese Worte werden mich immer aufbauen. Du bist mit mir aufgewachsen, ich bin Cloud aus Nibelheim. Wie sehr ich auch den Glauben an mich verliere, das ist die Wahrheit. Deshalb solltest du keine Angst haben. Egal, was die anderen sagen, wichtig ist nur dein Charakter. Nein, das ist nicht wahr, Cloud. Was?
Was ist nicht wahr? Ich bin derselbe Cloud, mit dem du aufgewachsen bist. Das meine ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Cloud, warte! Ein Wort. Cloud, warte! Gib mir etwas Zeit. Ach, da hinten ist er jetzt, der Sack. Cloud, gib Tiffer nicht die Schuld. Jenova dringt in Erinnerung ein, kopiert Stimme, Sprache und Aussehen eines Menschen. Deine Jenova... Deine Jenova verschmolz mit Tiffers Erinnerung. So wurdest du erschaffen. Die Kinder in Tiffers Erinnerung. Ein Junge namens Cloud mag darunter gewesen sein. Cloud. Ach so, wir haben Tiffer irgendwie infiziert. Da ist sowas übergeschwappt. Blop. Und irgendwie denkt die jetzt, wir sind der Cloud oder so. Also wenn sie viel und recht hat. Und Cloud ist irgendein anderer. Das könnte der da sein, der da rumliegt. Das könnte Cloud sein, theoretisch. Bitte, denk jetzt nicht nach. Denk nach, Cloud. Cloud? Entschuldigung, du hattest nie einen Namen. Halt's Maul, Sephiroth. Du verstehst immer noch nicht. Dann... Oh nee, das ist zu lustig. Nein, das... Oh, okay. Erinnerst du dich an das Foto, das wir vor unserer Abreise zum Berg Nibel machten? Ja. Tiffer, du erinnerst dich, oder? Aber woher soll er es auch wissen? Ne. Und was ist mit dem Bild passiert? Da müsste... Genau, der hat das Foto doch gemacht, ne? Ist es das? Möchtest du sehen? Es ist ziemlich gut geworden. Cloud, nicht! Oh doch. Ich müsste auf dem Bild sein. Auch nicht schlimm, wenn nicht. Dies ist nur eine Scheinwelt, die Sephiroth kreiert hat. Ja, also ist doch scheißegal, was da drauf ist. Da könnte eine Katze drauf sein. Hoge auf dem Bild, schwarze Haare! Wir sind Raditz! Ja. War aber klar. Genau wie ich dachte. Das Bild ist eine Fälschung. Ich kenne die Wahrheit. Vor 5 Jahren kam ich zurück nach Nibelheim, um den Reaktor zu inspizieren. Ich war 16. Die Stadt hatte sich nicht verändert und dann... Ach ja. Ich traf meine Mutter. Ich habe die Leute in der Stadt wiedergesehen. Ja, ich ging in Tiffers Zimmer und dort habe ich in die Schubladen geguckt und nach Höschen gesucht. Alter. Ich blieb über Nacht und ging dann zum Reaktor im Mount Nibel. Ich war aufgeregt. Denn es war mein erster Einsatz, nachdem ich Soldier erster Klasse geworden war. Soldier erster Klasse? Soldier? Wann bin ich Soldier geworden? Wie wurde ich Soldier? Oh mein Gott. Warum kann ich mich nicht erinnern? Ich bin... Ach ja. Ich musste mich nicht sorgen, denn ich war... Warte. Cloud? Gehen wir, Tiffa. Ich bin okay. Ja. Also, Sephiroths Geschichte finde ich insofern glaubhafter, wie die, die der Cloud selbst denkt, weil, als wir in Nibelheim letztens waren, hat uns keiner gekannt. Wir haben ja extra gesagt, ey, kennt ihr mich nicht? Und die haben alle gesagt, ne, noch nie gesehen. Von daher scheint Sephiroths Geschichte für den Moment irgendwie wahr zu sein. WoW, das ist erstaunlich. Da kann man mit Trollen spielen, mit Zwergen, mit Drenais, mit Blutelfen. Das ist voll geil, das WoW. Scarlet, die WoW-Süchtige, so. Ob hier der Lichtking wohnt? Sieht so eisig aus. Wo ist er denn? Naja. Das ist alles Materia. Oh, cool. Das Äußere ist reich an Makroenergie, das Innere ist eine Schatzkiste voller Materie. Dies ist wirklich das verheißene Land. Das soll das verheißene Land sein, das ist ja nur kalt und toll Materie, das war's aber auch. Das verheißene Land gibt es nicht, eine Legende, ein Ammenmärchen, es ist absolut lächerlich. Ich glaube, das ist so eine Definitionssache wie mit Paradies. Alles ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist es nicht wundervoll?
Dieser Starrsinn macht dich zu einem zweitklassigen Wissenschaftler. Was ist los? Es kommt aus dem Inneren der Mauer. Irgendwas ist da drin, es bewegt sich. Oh, ist das denn Drache? Guck mal das Auge an. Weapon. Ah, ja, genau, der hat von den Weapons erzählt. Dann gibt es das also wirklich. Ich habe nicht daran geglaubt. Was bedeutet das, dass ihr gleich tot seid? Weapon, Monster, die vom Planeten geschaffen wurden. Es erscheint, wenn der Planet in Gefahr ist und zwingt alles in einen Zustand des Nichts. So stand es in dem Bericht von Professor Gast, den ich damals geklaut hatte, zusammen mit dieser Ilfana. Ich habe diesen Bericht nie gelesen. Wo ist er?